Best of Fränkel frotzelt. Ach, wie mache ich das denn jetzt? Gegenlenken. Oder am besten drüber fliegen. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich probier's. Ah. Ja, jetzt fährt er wieder rückwärts. Weil ich da diesen. Oh, fick doch die Waldfee! Danke. Ich hätte gerne einmal Großbereich. Großbereich? Ja, Großbereich. Hätten manche auch gern. Danke. Tschö. Einmal Großbereich, bitte. Er will einen Wurstbereich, habe ich jetzt verstanden. Ehrlich? Wurstbereich. Ja, du kriegst auch einen Wurstbereich. War's das schon? Nee. Nee, es muss ein Body Slam sein, um zu gewinnen. Schön, dass er mir wieder reinhilft. War vielleicht früher Zibi. Bei mir lädt's noch. Bei mir auch. Ach so. Ja, ja, Harald ist immer ziemlich schnell bei der Sache, ne? Was soll denn das jetzt wieder heißen? Naja, du bist halt. Ah, was soll denn das jetzt wieder heißen? So. Gute Filme wären noch. Oder aber auch zum Beispiel. Scheiße. Ich verstehe den Trick. Du fügst das nachher ein. Ja, genau. So mache ich das. Wir synchronisieren das Ganze einfach nach. Also meine drei Lieblingsfilme sind übrigens und ja, den finde ich auch gut. Und zuletzt, der allerbeste ist ja. Ach, schön. Und die Musik ist so wundervoll, da könnte man noch ein Lied dazu schreiben, oder? Das Gleisbaulied. Ja, du Gleiskraftwagen, du bist mein liebstes Gerät. Außer meinem anderen Gerät. Reviews, glaube ich, gell? Genau. Informatiert. Informatiert bin ich auch, ja. Ja, ich merke es gerade. Er baut meine Säulen ab. Ach, das sind Säulen? Ich dachte, das wäre Holz. Das ist doch Holz. Holzsäulen, ja. Ach so. Du meinst... Ja, jetzt wo du sagst... aber ich habe doch hier Bäume abgehackt hier. Am Anfang ja. Der Gleiskraftwagen ist das beste Gerät. Das allerbeste Gerät aller Zeiten. Moment, jetzt muss ich doch mal ins Handbuch gucken. Es muss doch noch eine andere Perspektive geben. Boah, sind die aus Marzahn, habt ihr gesehen? Die fette Schlunze hier in Düsseldorf. Das war F3, ne? Nee, F2 wollte ich gucken. Hallo. Oh Gott, er könnte mich nicht. Ah! F1. Zumachen. Und weiter geht die. Ich meine, ich werde neuer, ja! Alles gut. Alles super. Ja. Bin total gechillt. Was ist das denn hier? Eine Werkbank? Ich glaube, ja, die habe ich da gerade hingestellt, damit ich mehr Werkzeug machen konnte. Oh, da kann ich dir was klauen. Du hast ja nur Pflastersteine. Ah, ach nee, du hast Eisenerz. Das nehme ich mit. Tja. So. Da brauchen wir doch jetzt wieder die Schraubmaschine, ne? Moment mal. Sorry, ich hatte jetzt gerade einen kleinen Absturz. Oh nein. Ich hatte tatsächlich einen Absturz. Kacke! Ich hoffe, das Spiel hat gespeichert. Kacke! Oh Gott. Ah, aber ich hab da auch was gefunden! So richtig gute gibt's leider irgendwie nicht mehr, ne? Was ist das? Das ist Urinstein, glaube ich, oder? War das Gold? Ich glaube, das Urinstein ist ja ekelig. Alles klar. Und ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, weil ich Q gedrückt habe. Was denn schon wieder? Fickt euch doch alle! Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich glaube, irgendwas fällt uns schon wieder ein zum Labern. Hoffentlich. Also, ciao, ciao. Tschüss. Warte ganz kurz. Kurzen Augenblick. Ich muss schnell meine Akten wechseln. Was bist du, dein Akt? Ich mute mich mal kurz, damit ihr das nicht mit anhören müsst. Was müssen wir nicht anhören? Es ist Nacht. Ich habe die Bäume extra in ein Viereck aus
ausgepflastert, da man sieht, wo die Bäume werden. Ja, ja, das ist echt ein Problem, da gleichzeitig spielen und, ach komm, da freuen sich die Leute doch wieder, wenn ich das... Ja, sicher, sicher. Sei froh, hast keine Physik, sondern wird die ganze Decke über uns auf den Kopf fallen. Wo ist denn die Marion jetzt? Sie muss irgendwas wechseln, hat gemeint, sie mutet sich schnell, dass wir sich hören. Muss sie ihre Batterie wechseln, oder was? Da bin ich wieder. Ja, ich musste meine Batterie wechseln. Sie sind eine Frau und haben wie immer nichts anzuziehen? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es den Fränkel-Frotzelt-Fanshop und dort gibt es auch Fränkel-Frotzelt-Shirts. Sie sind traurig, dass Sie nicht mit Harald Fränkel schlafen können? Das muss nicht sein, denn im Fränkel-Frotzelt-Fanshop gibt es auch Fränkel-Frotzelt-Kissen. Sie haben nicht mehr alle Tassen im Schrank? Das muss nicht sein, denn im Fränkel-Frotzelt-Fanshop gibt es auch Tassen. Kaufen Sie noch heute im Fränkel-Frotzelt-Fanshop und zwar am besten für die ganze Familie und den Hamster. Der Fränkel-Frotzelt-Fanshop bringt ewige Glückseligkeit, ist geiler als jede Nymphomanin und macht sogar die Zähne weißer. Und wer mal nicht alle Taschen im Schrank hat, wird ebenfalls fündig. Der Fränkel-Frotzelt-Fanshop. Einfach genial.